Bitte machen Sie sich davon frei. Entweder Sie sind in Zukunft ganz vorne dabei, was Ihre Geschwindigkeit angeht, oder Sie drängt es aus dem Wettbewerb. Und hier haben Sie ja gerade als Kleinunternehmer einen entscheidenden Vorteil. Denn gucken Sie sich mal die großen Konzerne an. Haben Sie jemals versucht, einem Global Player eine E-Mail zu schreiben, auf die E-Mail-Adresse, die auf der Website genannt ist? info@nokia.de. Da kommt keine Antwort. Haben Sie jemals versucht, Ihren Handy-Provider über die Hotline zu erreichen? Haben Sie es jemals versucht? In der Zeit, während Sie Warteschleifen hören oder bestimmte Befehle über die Tastatur eingeben müssen, können Sie bequem eine Zylinderkopfdichtung wechseln, ja? Bevor irgendwann ein persönlicher Mensch am Telefon ist. Tipp von mir hierzu, oder funktioniert für mich sehr gut, wenn Sie das nächste Mal in so einer Warteschleife stecken, probieren Sie es mal mit Schimpfwörtern. Also beschimpfen Sie mal diese Maschine da auf der anderen Seite der Leitung. Sie werden doppelt so schnell durchgestellt. Und beim dritten Mal wirklich ein schön kreatives Schimpfwort in Ihr Telefon gebrüllt, wird die andere Seite sagen, ich verstehe Ihre Eingabe nicht, ich verbinde Sie jetzt mit einem Kundenbetreuer. Ziel erreicht, Sie können es abhaken. Aber ganz im Ernst, wenn Sie wirklich hier Vorteile erzielen wollen, dann machen Sie etwas anders. Versuchen Sie mal darüber nachzudenken, wo wartet Ihr Kunde? Und wo kann ich ihm Dienste schneller liefern, als andere das tun? Und da gibt es enorme Möglichkeiten und die müssen nicht mal Geld kosten. Ich komme aus einer Gegend im Schwarzwald, da gibt es, wir haben eigentlich nicht so viel Industrie, es gibt einen ganz großen Verlag, der ist auch in München, möchte ihn jetzt nicht nennen, aber er fängt mit B an. Und ja, bei diesem Burda Verlag ist es so, da können Sie Führungskräfte, die in Offenburg sitzen haben, und da können Sie Führungskräfte, die in München sitzen haben. Nicht besonders effektiv, muss ich sagen, weil einfach die Strecke viel zu weit auseinander ist. Das sind 3-4 Stunden im Auto. Wenn Sie sich die Gehälter der Spitzenmanager dort angucken, dann kostet es richtig Geld, wenn die zu einem Meeting irgendwo in Offenburg zusammenkommen. Was machen die? Haben einen eigenen Helikopter. Haben einen eigenen Helikopter, der also die Führungskräfte von A nach B bringt. Das ist jetzt ein Modell, was sehr gut funktioniert, wenn es um Geschwindigkeit geht, aber vielleicht für ein Start-up-Unternehmen nicht so die beste Idee ist, gleich mit dem Helikopter zu starten. Was können Sie stattdessen tun? Sie können beispielsweise darüber nachdenken, etwas zu tun, wie es ein Kunde von mir in Rastatt, in der Nähe von Baden-Baden gemacht hat, ein Arzt, der gesagt hat, okay, normalerweise ist es üblich, dass der Patient wartet, bis der Arzt Zeit hat. Das kennen Sie aus dem Wartezimmer alle. Wobei ich sagen muss, das ist die sinnloseste Verwendung von Zeit, dass Sie sich ungefähr 30 Minuten mit 6 Monate alten Zeitschriften auseinandersetzen oder eine Stunde oder eineinhalb, bis Sie dann dran sind. Ja. Aber der hat es ganz anders gemacht. Der hat gesagt, meine Zielgruppe, das sind Unternehmer. Ich mache ein Institut für Samstagscheck. Und dieses Institut für Samstagscheck besteht aus verschiedenen Ärzten aller Couleur. Und dann läuft es so, der Kunde kommt samstagmorgens an, natürlich Unternehmerin oder Unternehmer, ganz klar, weil die haben ja nur am Wochenende Zeit. Da gibt es eine Anamnese, wird also Blut abgenommen, das Erstgespräch findet statt und dann wird der Patient von einem Arzt zum nächsten geschickt, mit dem Taxi, die haben ja alle ihre eigenen Praxen im Ort. Ja. Mittags irgendwann ist für ihn ein Tisch reserviert, da wird er zum Essen eingeladen, darf dann essen, er musste ja nüchtern kommen, um Blut abzugeben und spätestens um 17 Uhr, wenn das Ganze dann fertig ist, sind die Blutwerte aus dem Labor zurück und es wird besprochen, nachdem alle Untersuchungen durchgeführt sind, was jetzt als nächstes zu tun ist und wie es um den Gesundheitszustand steht. Diese Idee hat keinen Cent gekostet, es hat nur jemand vor statt nachgedacht. Er hat gedacht, was kann ich anders machen als der Wettbewerb? Und dann haben sich die Leute zusammengeschlossen und haben hier einen ganz anderen Weg beschritten miteinander. Ich nenne ein Beispiel von mir. Ich mache Vorträge und Seminare für Kleinunternehmer im offenen Rahmen, aber auch für Inhouse-Kunden. Dann sitzt du bei Personalentwicklern von Großkonzernen. Dann gehst du da raus. Was ich immer dabei habe, ist so eine kleine Antwortkarte mit freundlichen Empfehlungen. Sie kennen das, so bessere Postkarte. Zusammen mit einem Briefumschlag, der ist schon fertig frankiert.
Wenn ich also jetzt in München, in Essen oder in Düsseldorf bin und lerne irgendjemanden kennen, von dem ich sage, Mensch, das wäre ein interessanter, potenzieller geschäftlicher Kontakt, setze ich mich ins Auto, schreibe auf die Karte 2, 3 Sätze. Ganz wichtig, schreiben Sie die von Hand, weil heute kriegt man nichts mehr, was von Hand geschrieben ist. Schreiben Sie von Hand, was schön, Sie kennengelernt zu haben. Ich freue mich, wenn wir in Zukunft irgendwann mal miteinander ins Geschäft kommen. Ich tüte das direkt ein, noch am Ort des Kunden, mache das zu, schmeiße es in den nächstgelegenen Briefkasten. Das Entscheidende ist, der Wahrnehmungsvorteil, wenn bereits am nächsten Morgen diese Karte im Briefkasten liegt, auf dem Tisch des Entscheiders oder meines Gesprächspartners. Okay? Vorstellbar, dass das Eindruck macht? Ich lade Sie ein, probieren Sie es aus. Sie werden einen immensen Unterschied feststellen. Wichtig ist natürlich, die Dinge dann auch umzusetzen. Sie müssen die Sachen gar nicht so völlig anders machen. Sie können ein paar einfache, simple Dinge nehmen, mit denen Sie schneller sind. Und wenn Sie sagen, wie soll ich das machen, mein Angebot schon am nächsten Tag zum Kunden zu geben, das besteht aus mindestens 20 Seiten. Ich behaupte, 17 Seiten davon sind immer die gleichen. Die können Sie doch vorschreiben. Meine Kunden sind immer ganz beeindruckt, wie schnell ich die Angebote erstelle und so ausführlich mit allem drum und dran, dass davon 3/4 sowieso schon fertig war. Da denkt gar keiner dran. Und dann achten Sie darauf, dass Sie es wirklich schneller liefern, als Ihr Wettbewerber das tut. Kennen Sie das Prinzip von Hase und Igel? Kennen Sie das? Sie müssen gar nicht so schnell sein, es muss halt nur so aussehen, als wären Sie schon da.